Hier finden Sie viele wertvolle Tricks, gerade wenn Sie am Anfang einen Dudelsack kaufen. Die ersten Schritte, wie hält man einen Dudelsack, wie stellt man einen Dudelsack ein, welche verschiedenen Optionen hat man, um einen Ton zu erzeugen, was sind wichtige Informationen rund um die Pflege des Dudelsacks. Auch Stimmen der Backpipe wird erklärt, wie Sie Schritt für Schritt vorgehen und welche Lernfortschritte Sie machen. Sie müssen natürlich auch Zeit aufwenden, um regelmäßig üben zu können. Das wird erklärt, wie viel Zeit Sie brauchen und wie Sie einen neuen Bag einbinden können. Einige Sachen davon brauchen viel Zeit und Übung, Jahre. Und da müssen Sie ständig dran arbeiten und überall, wo Sie sind, auf Weiterbildung von Lehrern Informationen sammeln. Dies sind nur die ersten Grundideen. Und das meiste werden Sie über die Jahre selbst an Erfahrung sammeln und umsetzen können. Weiterhin viel Spaß beim Dudelsack spielen und viel Erfolg.